Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf dem nordfriesischen Marsch vierfach. So, Bienenstock. Müssen wir beim Tischler mal gucken. Da haben wir ja alles leer geräumt. Mal gucken, ob wir noch irgendwo Bienenstock eingelagert haben. Oh, ist die Arbeit beendet. Das sind ja, glaube ich, dann die Mulcher. Die müssen wir dann auch hierher schicken. So. Wir bleiben erstmal ganz kurz hier stehen. Wir sind auf Europaletten eingestellt. Das ist gut. Machen wir erstmal weg. Und den, können wir hier schließen. Ich habe, glaube ich, gerade keine Abfahrer unterwegs. Das sind ja nur die zwei Feldarbeiter. Die drei Feldarbeiter. Okay. Das heißt, ich werde mir hier ganz kurz Produktion Z, Zementfabrik Wasser. Ah, nee. Ah. Das war jetzt nicht gut. Da muss ich jetzt kurz die Zementfabrik Wasser hier in Sonstiges reinschieben. Weil ich habe ja hier den reinen Wasserordner. Upsala, dann hier noch das Methan abladen. Geht denn hier rein? So, zack, zack. Hof. Und dann in die Werkstatt damit. So, der ist ja auch fertig. Und der kann dann direkt hinterher in die Werkstatt fahren. Ja, das ist doch hier ein schöner Konvoi. Sage ich jetzt einfach mal. Einen schönen Konvoi. Und wir müssen dann hier hin. Zack. Und hier schauen wir mal nach, ob wir noch Bienenstock haben. Ob wir noch Bienenstock eingelagert haben. Das wäre natürlich sehr cool. Bienenstock, jawohl, haben wir eingelagert. Dann holen wir mal alles raus. Das war jetzt alles. Sehr schön. Und dann fahren wir zur Pflaumenplantage. Dann bekommen die natürlich Bienenstock von uns. Ist ja ganz klar. So, fahren wir hier hoch. Mal einen anderen Weg fahren. Ja, im nächsten Monat können wir dann häckseln. Das können wir natürlich immer machen, ne? Dass wir schauen. Dass wir nochmal Silage und Heu in den Kuhstall bringen. Das könnten wir machen. Das Gute ist ja, wir haben ja alle Felder jetzt gescannt. Ich mache das jetzt über einmal. Das war eigentlich auch gar nicht so schwer. Ich habe einfach nur zwei XMLs verglichen, habe gesehen, was geändert werden muss. Und dann habe ich mir noch einmal das Modell angeschaut. Weil nicht, dass mein Modell auch noch was ändern muss, aber da war einfach das nur gleich. So, jetzt bleibe ich, glaube ich, hier an der Kante kleben. Nein, bleibe ich nicht. Sehr schön. So, da geht der Bienenstock-Booster natürlich hier rein. Und wenn wir eh schon hier sind an den... Boah, das war knapp. Das war richtig knapp. Ah, natürlich jetzt mit der Zugmaschine bleibe ich dann noch kurz hängen. Aber ist egal. Das ist egal. Ja, hier können wir jetzt einfach hier kurz durchfahren. Sieht man, da läuft nur ein bisschen was rein. Viel ist noch nicht verbraucht. An den Boostern. Mal gucken. Das muss ich hier überall nochmal kurz auffüllen. Wir
bevor wir den dann ins Zentrallager schicken. Und ich würde auch sagen, wir machen hier nochmal die Dinge neu. Ja, hier läuft er ein bisschen länger. Und zwar hätte ich jetzt auch gesagt, dass wir hier den Split malen. So, Zentrallager, abladen, Werkstoffe, zack. Landschaftsbau, malen, und zwar ist es ja hier oben Kies. Hier Schotter. Ja. So, dass wir hier uns einfach hier ein wenig Schotter hinmalen. Weil das sieht ja dann schöner aus, wie wenn wir hier durch das Gras fahren. So, dann gehen wir hier mal eine Nummer kleiner. Obwohl, nee. Hier machen wir trotzdem jetzt ein bisschen breiter. So. So, hier wird das hier alles mal ein bisschen auch ausgemalt. So. So wie hier. Hier machen wir oben alles voll mit Schotter. So. Dann haben wir natürlich hier unten auch nochmal eine was wir ausmalen müssen, dann mit Schotter, damit das hier auch schöner aussieht. So. Und hier sehen wir schon, wo wir sind mit dem Guten. Hat schon ein paar Meter geschafft. Das ist schön. So, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ich habe aber gesagt gehabt, ich will ja hier das Feld machen. Und das sind wir auch schon. Ich kann hier unten direkt an Feld 54 entlang wegmachen. So. Dass ich aber da nicht permanent hier lang fahre, nehmen wir erstmal, würde ich sagen, die Bäume hier am Rand weg. Ja, das wird auch noch was, ja. Dann das Feld draus zu machen. Ja, das habe ich ja gesagt, ja. Das ist das nächste Ziel, dass wir hier nochmal Feldfläche generieren. Dann können wir nämlich auch hier ein schön großes Feld draus machen. Und das ist ja mein Hauptaspekt, ne? Feldfläche, Feldfläche, Feldfläche. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, hier, was können denn die Bäume dafür? Das ist richtig. Aber ich will ja nicht komplett wegrodeln. Ich habe ja auch eine kleine Fläche, wo ich ja immer wieder Bäume anpflanzen werde. Was ist hier los? Hier war noch der Stumpf. Der Stumpfen war noch hier. Ja, wir sind gerade am Abladen, am Zentrallager. Merkt man ja gar nicht. Aber gut. Ich meine, wir haben ja hier schon mal einige Bäumchen, die wir jetzt schon mal weg haben. Ausmachen. Der steht ja im Zentrallager, das ist ja gar nicht schlimm. Das ist ja absolut nicht schlimm, wenn der im Zentrallager steht. So. Und wir können uns jetzt hier erstmal vorarbeiten zum Feld. Das ist ja auch schon in Nähe.
Ja, da werden wir noch einige Zeit brauchen, bis wir hier so weit durch sind. Mit dem, also das ist nochmal ein ordentliches Stück Land. Da müssen wir uns auch irgendwo einen Punkt dann raussuchen. Am besten von einem bestehenden Feld nehmen. Nicht so toll. Wieso da hier nicht? Ist er jetzt weg? Ja, jetzt ist er weg. Sehr schön. Das heißt auch, dass ich hier lang fahre. Und hier die einzelnen Bäume wegmache. Ich habe keinen Zugang zu diesem Land. Willst du mich jetzt hier veräppeln? Ich weiß, ich habe das Feld zwar nicht gekauft. Gut, dann machen wir es halt so, ne? Dann fahren wir halt ein bisschen von unserer Fläche rein, dass das Spiel denkt, dass das doch mein Baum ist. So, hier haben wir jetzt den weg. Ja, ist halt immer ein bisschen doof. So, zack. Gucken, ob er uns jetzt den auch fällen lässt. Ja. War das jetzt nur der eine einzige Baum, den er nicht wollte, dass wir den fällen, oder? Mal die äußerste Reihe. Ah, den will er jetzt auch nicht. Okay. Da müssen wir halt wieder mit einem kleinen Trick arbeiten. So, da arbeiten wir natürlich mit einem schönen Trick. Wir müssen halt richtig von unserer Fläche kommen. Okay, jetzt weiß ich auch warum. Die Bäume, die haben wirklich für das Feld noch gezählt. Gut. Würde sagen, das stört ja nicht. Dann nehmen wir einfach jetzt die Reihe. Sind wir noch ein Stück vorgefahren. So. Hier müssen wir jetzt auch unseren Füllstand wegen im Auge immer behalten. Ich versuche wirklich an jeder Ecke irgendwo ein bisschen Performance noch reinzuholen. Aber das klappt doch auch so ganz gut. So, schauen wir mal, ob er uns jetzt den Baum hier nehmen lässt oder ob er sagt, nee, ich bin zu nah am anderen Feld. Ne, den lässt er uns nehmen. Sehr schön. Wenn wir an dem Feld hier lang sind, dann gehen wir ja eh in den Wald rein und dort müssen wir dann gucken, wie, wo, was, wie weit wir da gehen dürfen, können, sollen. Bei dem Feld, bei dem Baum möchte ich lieber ein bisschen schräger ranfahren. So. Ein Baum nach dem anderen. Läuft das doch gut. Was ist denn da los? Blockieren die sich jetzt gegenseitig oder? Dann müssen wir jetzt mal gucken auf dem System. Oh ja, oh nö.
Ich habe einen Xerion im Weg stehen lassen. Ich habe einen Xerion im Weg stehen lassen. Das ist nicht gut. Ich wundere mich, warum kommt da eigentlich keiner an der Werkstatt an? Aber gut, meine Freunde. Das war es damit gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.